In erster Linie, denke ich, ist der Motorsport und das Automobil eine Grundbasis, die für unsere Zusammenarbeit steht. Der Motorsport ist, glaube ich, bekannt dafür, im Extremen stattzufinden. Das heißt, das, was ich in den letzten fast 40 Jahren, in denen ich Motorsport mache, auch wenn sich das komisch anhört, 20 Jahre davon Formel 1, miterlebt habe, dann denke ich, kann ich da auf einen sehr großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Und da reden wir nicht nur um das reine Schnellfahren am Limit, da reden wir über viele Dinge, die im Zweikampf, im Motorsport, in der Entwicklung, aber eben auch Projekte, die ich mit begleitet habe. Und ich bin nun mal Botschafter von der Make Road Safe Campaign und so habe ich mich eigentlich schon immer in der Vergangenheit für den Straßenverkehr, für die Sicherheit eingesetzt. Wenn man sich so die jüngere Generation anschaut, ich halte zwischendurch gewisse Vorträge und wir besprechen diese Punkte auch schon mal in der Öffentlichkeit, wie die einen an den Lippen hängen und wie gewillt sie sind zuzuhören, weil ich einfach weiß, wovon ich rede. Und ich glaube, das ist der wichtigste Baustein, der uns dann miteinander verbindet. Ich meine, wo man sich mal ganz klar frei machen muss von, ist, dass diese Fahrassistenzsysteme keine Bevormundung sind, sondern im Prinzip uns allen, einschließlich mir, uns eine Hilfeleistung sind. Wir sind ständig im Straßenverkehr unterwegs. Wir sind mit so vielen verschiedenen Bedingungen oder werden mit solchen Bedingungen konfrontiert, die wir nicht immer alle zu 100% im Auge haben, kontrollieren können und dementsprechend reagieren können. Und das ist der wichtige Punkt. Und wenn man sich vorstellt, dass die elektronischen Systeme eben nicht abgelenkt sind, nicht am Handy immer fummeln oder am Radio spielen oder, ich sage jetzt mal, von irgendeinem Hupen sich ablenken lassen, sondern fokussiert bleiben. Und in dem Moment, wo wir es nicht schaffen zu reagieren, sind sie da für uns und helfen uns und nicht nur uns, sondern auch unseren Mitmenschen, die um uns herum sind. Die Sicherheit erhöht sich um ein Vielfaches. Und ich selber bin froh, solche Systeme auch nutzen zu können im Alltag, weil auch wenn ich sicherlich vielleicht ein bisschen besser fahre wie der Durchschnittsbürger, bin ich trotzdem auch im Straßenverkehr zwischendurch damit konfrontiert, in gewissen Situationen mir helfen zu lassen. Und das ist das Schöne, man kann bewusst entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Aber man wäre dumm, es nicht zu tun. Wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler und genau in diesem Moment, wo ein Fehler entsteht und jemand anders die Konsequenz tragen müsste, das würde ich mir natürlich sehr übel nehmen. Weil ich einfach der Meinung bin, dass wir alle in der Situation uns früher oder später befinden werden, wo wir zum falschen Zeit die falsche Entscheidung getroffen haben. Und ich kann es immer wieder nur betonen, es sind Hilfeleistungen. Es ist jemand immer, der bei uns oder mit uns mitfährt und uns zur Seite steht. Und falls wir nicht die richtige Entscheidung finden und treffen können, er es dann für uns übernimmt. Und wir können aber jederzeit doch wiederum dazu eingreifen und sagen, okay, ich habe es verstanden, ich übernehme wieder und bin wieder in Command. Weil ein Auto letzten Endes ist auch eine Emotion, ist eine Leidenschaft für uns alle. Und das ist der Spagat, dem wir natürlich gehen, aber wir überlassen ja im Endeffekt dem Autofahrer selbst die Möglichkeit, die Systeme für sich zu nutzen. Oder wenn er absolut nicht gewillt ist, hat er auch die Möglichkeit zu sagen, nein danke, ich verzichte drauf und schalte sie aus. Aber wenn ich die Option habe, ein Auto zu kaufen und es mitbestellen zu können, dann darf ich nur jedem raten, dies zu tun. Wir nehmen jetzt mal den Distanzcontroller, der einem die Möglichkeit erlaubt, doch sehr relaxed Auto zu fahren. Man stellt die Geschwindigkeit ein, man ist in so einem fließenden Verkehr unterwegs, auf der Autobahn, Geschwindigkeit 100, ist sowieso vorgegeben, weil es eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Aber es gibt so ein bisschen ein Stop-and-Go. Und hier habe ich einfach die Möglichkeit, mir diese Geschwindigkeitsgrenze einzustellen. Und nicht, dass ich deswegen das Auto alleine fahren lasse, aber ich kann sehr relaxed das Auto bewegen und brauche mich nicht ständig auf das Bremsen und Beschleunigen zu kontrollieren, sondern es wird übernommen. Und das ist sicherlich angenehm für denjenigen, der es möchte. Und der es eben nicht möchte, wie gesagt, hat ja die Möglichkeit, es auch nicht einzuschalten. Der Unterschied ist natürlich immens. Ich meine, in der Formel 1 geht es darum, als Erster die Ziellinie zu fahren.
ein Auto absolut am Limit zu bewegen und genau dafür, für diese Limits, die wir suchen, optimal einzustellen. Im Verhältnis zum Straßenverkehr reden wir nicht von Grenzbereich, sondern wir reden davon, ein größtmögliches Arbeitsfenster, nennen wir das gerne, zu bieten, wo jedermann davon profitieren kann und wo jedermann diese Hilfestellung nutzen kann. Das heißt, diese Entwicklung geht natürlich in eine ganz andere Richtung, ist aber auf der anderen Seite wahrscheinlich eine fast noch größere Herausforderung, weil wie schaffen Sie es, jeden Charakter irgendwo zufriedenstellen zu können? Und das muss man sagen, Hut ab an die Ingenieure. Natürlich ist der Hauptschwerpunkt in dem Bereich überhaupt erstmal diese ganzen Systeme zu publizieren, den Menschen überhaupt mitzuteilen, was können wir ihnen bieten, warum sollte man sich dafür entscheiden. Und das ist mit meiner Aufgabe, das zu publizieren und gleichermaßen aber auch mit den Ingenieuren zusammen, und da haben wir die ein oder andere Erfahrung schon gesammelt, auch meinen Input zu geben, weil natürlich hat jeder Mensch seine eigene Sichtweise. Die des Formel-1-Fahrers, die ist vielleicht ein bisschen anders und insofern aber auch wiederum eine Herausforderung für die Ingenieure, das miteinander zu begleiten und auch zu besprechen und vielleicht auch in die Entwicklung mit einfließen zu lassen. Ich meine, im Prinzip ist das nichts anderes wie in der Formel 1, da gibt es Testfahrten, man findet sich, man trifft sich, man nutzt die Systeme, reizt sie aus, und das ist auch eine interessante Situation für mich, diese Systeme mal im Extremen zu testen, um dann auch wiederum meinen Input zu geben in diesen Meetings, Treffen, die wir dort haben, und meine Sicht der Dinge mitzuteilen. Ja, sehr interessant, weil ich meine, natürlich kennt man die ein oder andere Situation und das System in den Autos, die ich dann auch schon zu Hause gefahren habe, aber heute haben wir auch kleine Nuancen festgestellt, wo das System unterschiedlich reagiert, und es ist schon sehr außergewöhnlich, mit welcher Präzision so ein System arbeitet. Wir reden ja hier von einer Datenmenge, die es dann irgendwo wie ein menschliches Gehirn funktionieren lassen sollte. Und aufgrund der Generalsituation einzugreifen, alles richtig zu erkennen und dementsprechend zu reagieren. Und das ja, ist schon bemerkenswert. Gut, aufgrund dessen zu wissen, dass ich ja hinter einem Stern sitze, ist das Vertrauen natürlich sehr hoch, was das angeht. Keine Frage. Aber wann hat man mal die Möglichkeit, die Systeme wirklich so auszureizen und so zu einem an die Limits zu führen, um wirklich für sich auch festzustellen, was passiert eigentlich alles? Was können diese Systeme eigentlich alles? Und ja, das ist dann sehr beruhigend.